Der schläft mit offenen Augen. Über den Ast könnte ich zum Baum kommen. Aber das ist viel zu dunkel hier oben. Ein falscher Schritt und... da denke ich lieber gar nicht drüber nach. Okay, also dafür bräuchte ich vermutlich so eine Nuss. Deswegen hätte er gerne eine. Also falls es hier mal hier und da ein bisschen länger in dem Screen dauert, ich schaue gerne immer mal wieder vorbei. Wegen noch fehlenden Tröpfchen und Aufklebern. Der große Zaroff. Schon wieder Werbung für Zaroff. Hing das auch vorher da? Ich erinnere mich da gerade gar nicht mehr dran. Wie komme ich denn? Vermutlich muss ich zum Geburtstag, um mir dort so eine Nuss holen zu können. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Allerdings fehlen mir jetzt ja noch zwei Sachen. Oder zumindest mindestens eine Sache fehlt mir da ja noch. Tja. Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Vielleicht... Das hilft mir nur gerade nichts, dass die da rumgaukeln. Der Typ ist weg. Und es schneit immer noch da an dem Eck. Werbung, Blausaftautomat, Ausgabefach. Schnee, Pilze. Lecker duftende Beeren. Ich halte hier Wache und ernähre mich nur von diesen roten Beeren. Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mich hin. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Also, lass die Finger von meinen Beeren. Ich verstehe, das sind die Beeren, die wir brauchen. Wie komme ich an die dran? Olle Zicke. Schön warm. Feuer braucht eine Stadtwache nur bei Nacht. Und selbst dann nicht unbedingt. Ein Krähenspäher späht auch, wenn's friert und fröstelt. Wir sind nicht so zimperlich wie ihr Zivilisten. Wofür habe ich jetzt Spinnweben? Und könnte ich hier Kaffee reinmachen und mit der Folie abdecken? Wenn man das so faltet und dann... Tada! Ein Topf! Oh, kochst du was? Was denn? Mal sehen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Moment, sie wollte? Oder er? Ich weiß noch nicht, nur weil es eine Frau ist, muss es ja, also wie eine Frau klingt, muss es ja keine Frau sein. Er meinte irgendwas, oder sie meinte irgendwas wegen Käse. Wir haben ein Käserad. Bei Anja. Tut mir leid, wenn ich euch die ganze Zeit hier was vorkaue. Ich habe echt Hunger. Die Versammlung scheint sich wieder aufgelöst zu haben. Na sowas. Kann ich mir hier nicht ein Stück nehmen? Kostenloser Käse. Leider ist er schon steinhart. Zu stumpf. Das bringt nichts. Das hat doch mal geklappt.
Moment, kleiner Augenblick. Ich muss gerade meine Flasche zuschrauben. So. Also, jetzt bringen wir den Käse in der Nacht zur Stadtwache. Und dann kriegen wir schon mal Beeren. Falls sie uns dann welche gibt. Oder eher die Stadtwache. Falls uns die Stadtwache etwas gibt. Also eine sie. Stadtwache ist weiblich. Also ein weiblicher, wie sagt man das? Weiß ich jetzt nicht. Ist auf jeden Fall weiblich. Anders wie der Tisch, der immer männlich ist. So. Selbst der Schminktisch. Gut. Du kriegst jetzt ein Stück Käse von uns, ja, vermutlich. Oh, das sieht lecker aus. Wenn der Käse jetzt noch gut gewürzt wäre, könnte ich schwach werden. Haben wir noch? Wir haben noch Pfeffer. Oh, wie wunderbar das duftet. Ein gut gepfeffertes Käsefondue. Davon kann man sich bestimmt eine Woche lang satt essen. Kann ich dann vielleicht ein paar von den roten Beeren haben? Beeren? Wer braucht die schon? Nimm so viele du willst. Danke. Wenn die so gut riechen, wie sie schmecken. Ich glaube, ich habe jetzt bald genug Beeren für 4 Spiele gesammelt. Wenn die genauso gut riechen, wie sie schmecken? Ist es nicht eher so, wenn sie auch so gut schmecken, wie sie riechen? Oder habe ich das jetzt gerade falsch verstanden? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Gut, wir haben jetzt Beeren. Wir haben Beeren. Wir haben die Schokolade, wir haben die Milch. Fehlt trotzdem immer noch Rübensirup. Rübensirup war das, ja? Fehlende Zutaten für den... Eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Blausaft. Ist Blausaft nicht aus Rüben gemacht? Die Burschen sind echt fleißig. Hoffentlich sind sie warm angezogen, sonst kriegen sie wieder Zwergenschnupfen. Warm angezogen? Wir? Pah! Zwerge müssen sich nicht warm anziehen. Aber sie hatten doch gerade erst eine schlimme Erkältung. Pah! Ne, bäh. Die Zwerge haben die Blausaftproduktion wieder angekurbelt. Aber bei dem Krach könnte ich nicht schlafen. Niemand da. Die arbeiten bestimmt draußen auf den Feldern. Die Waldzwerge putzen wohl gerne. Oder sie hatten Besuch von ihrer Oma. Dann macht Mama bei uns auch immer sauber. Also, wenn unsere Oma kommt, nicht die von den Waldzwergen. Die kennen wir ja gar nicht. Komme ich doch jetzt auf die Felder, oder nicht? Könnte ich mir jetzt nicht... Nein, das sind keine Rüben, das sind Wurzeln. Das da hinten ist ja nur eine ganz normale Rübe, ne? Das ist so eine... Karotte. Das ist die größte Rübe, die ich je gesehen habe. Sie riecht ganz süß. Aber die kann ich nicht mit mir rumschleppen. So viel ist klar. Perfekt. Hey, da kommt jetzt schon Saft aus dem Hahn. Jetzt kann ich Rübensirup zapfen. Worin denn? Ins Fass? Die Öffnung in dem Fass ist zu klein. Da kriege ich den Sirup nie wieder raus. Löffel? Das muss nicht gelöffelt werden. Da ist aber schon Milch drin, ne? Milch bringt mich ja ausnahmsweise nicht weiter.
Jetzt kann ich Rübensirup zapfen. Ich brauche nur noch ein Gefäß. Haben wir hier vielleicht eins? Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergwurzelauslese und Hände weg. Und sie ist fest verschlossen. Der Zwerg glaubt jetzt schon, dass ich ein Einbrecher knacke. Hier war ja, war hier ein Sticker? Ich glaube, hier hatten wir einen Sticker. Ich brauche einen Behälter. Die liebe Anja hat aber nichts mehr hier für uns, nein. Kann ich ihr denn schon was von den Sachen geben, die ich habe? Dann hätte ich zumindest wieder eine leere Tasse. Willkommen zurück. Hallo. Nein, ich möchte mit ihr reden. Nochmals zur Torte für die Hasenfamilie. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den Hasen bringen. Wirf einfach einen Blick auf die Zutaten. Bis spät. Pass auf die... Kann ich dir denn jetzt schon ein bisschen was geben? Eine Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Es fehlt nur noch... eine Handvoll süßer roter Beeren. Und dann noch Schokolade. Und dann noch Rübensirup. Okay, dann gebe ich hier jetzt einfach das, was ich schon habe und versuche mit der Tasse mir dann Rübensirup zu holen. Vielleicht hilft es. Vielleicht funktioniert das. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Es fehlt nur noch Schokolade. Und dann noch Rübensirup. Krokantküstchen. Oh, Mensch, Anja. Du bist mir ja einer. Eine Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Es fehlt nur noch Rübensirup. Gut. Wenn Plato wüsste, wie du mit uns flirtest. Mai, mai, mai. Ein Becher voll dickem, süßen Sirup. Sehr schön. Was würden wir nur ohne diese Tasse machen? Mit dem Sirup... Mit dem Sirup bin ich besser vorsichtig. Ugh, der klebt schon an meinen Fingern. Anja, mein Sahne-Muffin. Extravagant. Willkommen zurück. Das ist eine Zutat für die Torte der Hasenfamilie. Jetzt haben wir alles. Honigwabe. Bis morgen backe ich eine pfannkuchentastische Torte. Dann kannst du sie abholen und der Hasenfamilie bringen. Vielleicht laden sie dich ja sogar auf eine ihrer Geburtstagspartys ein, Sahnetropfen. Ach, das wäre doch schön, ein Kokoskrokant. Dann werden wir doch mal kurz etwas lesen gehen. Und vielleicht hat ja Anja, dann die Torte fertig. Unser Sahnetrüffelchen. So. Dann setze ich gleich mal wieder hin und lies bitte weiter.
es wird die Torte sein. Die sieht aber lecker aus. Dank dir. Kannst du sie der Hasenfamilie vorbeibringen? Klar. Vielen Dank, mein Krokant-Krüstchen. Für dich tue ich doch fast alles. Oh, da ist sie ja. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Hierzulande wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Ich wüsste aber immer noch gerne, wie ich der Stadtwache heißen Kaffee bringen kann. Also nachts. Ah, wenn ich den Schlüssel habe, kann ich... Oh. Na, wer da wohl summt. Woher kommt denn dieses Summen? Das klären wir später. Wir werden jetzt erstmal der Hasenfamilie ihre Torte bringen. Ja, ist ja gut. Dann kriegen wir vielleicht so eine Leuchtnuss oder können uns eine mitnehmen. Und das Häschen ist schon wieder trunken. Wie viele von diesen Häschen haben sie denn? Der sieht aus, als käme er gerade vom Ballermann. Und hier überlappen sich gerade. Wieso kommt hier unten dann immer magisches Quartett? Komisch. Jetzt überlappen sich hier nämlich die Texte hier. Torte. Hallo, Herr Hase. Ich bringe euch die Torte, die ihr bei Anja bestellt hattet. Ach, dem Himmel sei Dank. Ich meine, wird ja auch Zeit. Scheint so, als ob du nicht völlig unbrauchbar bist. Sieht auch gut aus, die Torte. Weißt du was? Ich mache für dich eine große Ausnahme. Ab heute darfst du offiziell an unseren weit über Mauswald hinaus bekannten und überaus beliebten Hasenfesten teilnehmen. Wow! Und jetzt stehe nicht weiter rum. Los, los, ab auf die Feier. Meine Güte, der ist aber launisch. Ich hoffe, seine restliche Familie ist nicht so anstrengend. Uhu! Party! Wow, was für eine Party! Das sind ganz schön viele Leute hier. Jawohl, ein Geburtstag ist immer ein großes Highlight für Familie Hase. Aber feiern die Hasen nicht jeden Tag Geburtstag? Natürlich. In so einer großen Familie ist das ganz normal. Hoch die Tassen! Wer will heute schon an morgen denken? Heute haben alle Geburtstag. Du auch. Hier, nimm. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Er hat mir eine Errungenschaft geschenkt. Was habe ich denn für eine Errungenschaft geschenkt bekommen? Eine, die mein Spiel zum Abstürzen bringen lässt. Mensch, das ist ja nett. vor allem, weil ich schon eine Weile nicht mehr gespeichert habe. Mensch. Gibt es hier auch Autospeicher? Hört sich ganz so an. Woher kommt denn dieses Summen? Schön. Haben wir zumindest jetzt hier einen schönen Autospeicher. Das finde ich super lieb von dem Spiel. Bedeutet, wir werden jetzt eben nochmal den Kuchen vorbeibringen. Ich hoffe, das Lied, was er summt, ist nicht Copyright gedingenst. Copyright geschützt. Ich habe eh schon bestimmt gefühlt 30 Content-ID-Treffer auf meinem Kanal. Das macht super viel Spaß. So, Torte. Hallo, Herr Hase. Wird ja scheint. Sie, weißt du, ab heute und jetzt los. Meine Güte.
Ich hatte gar nicht gesehen, dass der Maulwurf-Moderator auch hier auf dem Fest ist. Wow, was für eine Party! Das sind ganz schön viele Leute hier. Jawohl, ein Geburtstag ist immer ein großes Highlight für Familie Hase. Aber feiern die Hasen nicht jeden Tag Geburtstag? Natürlich. In so einer großen Familie ist das ganz normal. Hoch die Tassen! Wer will heute schon an morgen denken? Heute haben alle Geburtstag. Du auch. Hier, nimm. Gut. Dann lässt mal Folgendes tun. Speichern wir doch noch mal. Ah, jetzt. Gut. Komisch. Oder hat er mir vielleicht irgendwas anderes gegeben? Eine Karte vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Weiß es leider nicht, was wir da jetzt bekommen haben sollen. Ach, wir haben tatsächlich einfach eine Trophäe gekriegt. Das ist meine Trophäe. So leicht gebe ich die nicht wieder her. Oh, da ist was eingraviert. Peter Maus Trophäenparadies. Erfolgsmomente zu Schleuderpreisen. Aha.